Willkommen zum Ghost Hunter Podcast für den Januar 2011. Diesmal wieder mit drei spannenden Themen. Einmal mit Nicole Watson zum Thema Pavor Nocturnus. Dann mit Jeanette Teichgräber. Sie hat sich mit einer Begleiterscheinung der Schlafparalyse beschäftigt, der Hypnopompenhalluzination. Und zum Schluss mit Stefan Fischer von der GRC Hannover, einer neuen Ghost Hunter Gruppe. Und wir machen gleich den Anfang mit Nicole Watson von Ghost Hunter Germany. Hallo Nicole. Hallo Timo. Ja Nicole, wir von Ghost Hunter Germany bekommen in letzter Zeit immer häufiger Anfragen von verängstigten Menschen, deren Kinder nachts schreien, wild um sich schlagen und sich nicht mehr beruhigen lassen. Nun vermuten natürlich viele Menschen, es handelt sich hier beim Spuk gar die Heimsuchung durch Geister, obwohl die Ursache eventuell in einem Schlafphänomen liegen könnte. Dazu kannst du uns natürlich jetzt etwas Näheres erzählen. Ja genau, im Prinzip ist es eigentlich ein gar nicht allzu seltenes Schlafphänomen, vorzugsweise bei kleinen Kindern festzustellen. Und zwar ist das das Pavor Nocturnus. Dabei steht das Pavor, also das ist lateinisch für Furcht, Angst oder Schrecken. Und das Nocturnus ist das lateinische Wort für nächtlich eben. Nun ist natürlich die Frage, was ist die Ursache für dieses Pavor Nocturnus? Naja, was heißt Ursache? Also letzten Endes ist es so, dass bei Kindern, sie erleben ja doch schon ganz viel am Tag, und wenn sie so einen ereignisreichen Tag haben und dann zu Bett gehen müssen, ist es ja so, dass unser Gehirn eben den Tagesablauf ja nochmal Revue passieren lässt, und in dem Moment sind die Sinneseindrücke, die Reize wahrscheinlich zu viel, und das kann sich dann in ein paar Wochen äußern. Okay, bevor wir hier noch etwas tiefer in dieses Phänomen eingehen, solltest du vielleicht mal erklären, was dieses Phänomen überhaupt bedeutet oder worum es dabei eigentlich genau geht. Und zwar das Pavor Nocturnus bedeutet letzten Endes Angstschrecken, also Angst oder Schrecken. Nachtangst ist der geläufige Begriff dafür. Und zwar geht es darum, dass Kinder 1 bis 3 Stunden, nachdem sie zu Bett gegangen sind, meistens in einem panischen Zustand wach werden, um sich hauen, schreien, orientierungslos sind, stellenweise sogar aufstehen und sich selbst versuchen zu verletzen, eben die pure Angst in sich tragen, beziehungsweise es auch nach außen hin zeigen, und die Eltern in dem Moment eigentlich gar nicht wissen, was mit ihren Kindern überhaupt los ist. Das Problem daran ist letzten Endes nämlich auch, dass die Kinder, man kann sie einfach nicht beruhigen. Es funktioniert einfach nicht. Man kann nicht hingehen, kann die Kinder festhalten und kann sie beruhigen, in den Arm nehmen oder sonstiges. Sie werden panisch, sie schreien, sie schlagen um sich. Sie kommen da einfach nicht mehr raus. Also eine ziemlich heftige und beängstigende Situation. Kann man als Elternteil irgendwas dagegen tun, wenn das Kind in dieser Situation ist? Da kann man eigentlich überhaupt nichts dagegen tun. Wie gesagt, es ist ein Schlafphänomen, was vorzugsweise eben bei Kindern auftritt. Es sind sogar mehr Jungs betroffen, das hatte ich ja eingehend schon gesagt. Und man kann nur gucken, dass die Kinder sich letzten Endes nicht selbst verletzen können. Das heißt, dann gucken, dass das Kinderzimmer oder der Bereich, wo sie sich gerade befinden, wo das Pavor stattfinden tut, dass da keine spitzen Gegenstände in der Nähe sind, dass sie nicht umfallen. Letzten Endes einfach nur warten, die 5 bis 10 Minuten, was es so in der Regel ist, wie lange so, dass so ein Anfall eben halt dauert, eben einfach nur aufpassen, dass sie sich selbst nicht verletzen. Man darf auf keinen Fall hergehen und darf die Kinder aus diesem Schlaf herausreißen oder versuchen herauszureißen, indem man zum Beispiel ihnen Wasser ins Gesicht spritzt oder sonstiges, weil das würde im Prinzip eigentlich die Reaktion nur noch verstärken. Also das Pavor würde dann nur noch schlimmer werden für die Kinder. Das Gute an der ganzen Sache ist letzten Endes, ist der Anfall vorbei, finden die Kinder ganz schnell wieder in den Schlaf zurück, und am nächsten Tag können sie sich auch gar nicht daran erinnern. Okay, da stellt sich natürlich für die Eltern jetzt die Frage, ob das auf die Gesundheit Einfluss hat, ob das jetzt vielleicht die Psyche belastet oder dergleichen. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das ist ja das Interessante. Die Kinder können sich an das Geschehen in der Nacht eigentlich überhaupt nicht mehr erinnern, und es hat auch generell so keine nachteiligen Wirkungen. Also es ist im Prinzip für sie ein ganz normaler Schlaf. Meistens ist es auch so, es hält ja wie gesagt nur von den 1. bis zum 7. Lebensjahr. Ganz, ganz selten, dass es halt auch Erwachsene betrifft, die unter diesem Pavor leiden. Dadurch, dass sie sich selbst am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, hat es auch keine nachhaltige Wirkung auf die Gesundheit oder auch gar auf die Psyche. Nun, du hast gesagt, man kann in dieser Situation eigentlich nichts mehr dagegen tun. Kann man denn wenigstens vorbeugen, dass es so weit gar nicht erst kommt?
Ja, man kann in der Tat dagegen vorbeugen. Und zwar, wenn man weiß, dass der Tag sehr ereignisreich eben gewesen ist, dann kann man hergehen, kann, wie gesagt, mit den Kindern mal eine schöne, harmonische Zu-Bett-Geh-Geschichte vorlesen, eine beruhigende. Oder man legt sich zu den Kindern mal dazu und wartet, bis sie eingeschlafen sind. Es kommt je nachdem auf das Kind. Also die Eltern sind ja meistens die Profis für die Kinder. Und die wissen dann schon, wie sie eigentlich ihre Kids, wenn sie rumgetobt haben und alles Mögliche gemacht haben, wie man sie dann am Abend am besten runterholt, sodass sie einen schönen, gemütlichen Schlaf finden können. Okay, Nicole, du hast dazu im Ghost Hunter Blog auf www.ghosthuntergermany dazu noch einen ausführlichen Bericht geschrieben. Und ich bedanke mich erstmal bei dir. Ja, ich danke dir auch, Timo. Und verabschiede mich bei dir bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss. So, wir kommen nun zu Jeanette Teichgräber von Ghost Hunter Germany. Hallo, Jeanette. Hallo, Timo. Du hast dich ebenfalls mit einem Phänomen der Nacht und des Schlafes beschäftigt, nämlich der Schlafparalyse. Erzähl uns mal was darüber. Also ich habe mich damit beschäftigt, da mir über den Weg gelaufen ist, dass die Schlafparalyse alleine nur das Phänomen ist, dass man aufwacht nachts und sich nicht bewegen kann. Es alleine aber nicht erklärt, dass man dabei Schatten oder Gestalten neben sich am Bett stehen sieht oder durch das Schlafzimmer wandern oder ähnliches. Das heißt, die Schlafparalyse alleine lässt einen noch keinen Schatten sehen oder undefinierbare Geräusche hören oder dergleichen. Dafür gibt es noch eine andere beiläufige Ursache. Es kann in Kombination mit der Schlafparalyse zu einer sogenannten Hypnopompenhalluzination kommen. Das ist im Endeffekt leicht erklärt, wenn der Körper wach ist und der Geist eigentlich noch weiter träumt. Also es klingt, als würde man sich noch in einer Art Halbschlaf befinden, sag ich mal. Es ist schwer zu sagen, ob man im Halbschlaf ist. Man kann es auch als eine bewusste Schlafparalyse sehen, weil man eigentlich das Ganze miterlebt, dass es so ist. Weil diese Schlafparalyse hat man ja ständig. Man schläft. Wenn man schläft, hat man diese Schlafparalyse. Die ist dafür da, dass man das, was man träumt, nicht wirklich im Schlaf nachfabriziert, also wenn man zum Beispiel im Traum rennt, dass man nicht im Bett liegt und rennt. Okay, dann erklär uns mal diese Hypnopompe-Halluzination etwas genauer. Es ist eigentlich was ganz Simples. Die Hypnopompe-Halluzination ist eigentlich, wie vorhin schon mal erwähnt, kurz und knackig erklärt, dass man weiter träumt, obwohl man indirekt wach ist. Man erlebt also auch schon, was man außenrum, man sieht ja auch sein Schlafzimmer, aber man sieht auch in dem Schlafzimmer etwas, was da nicht sein kann oder was da nicht hingehört. Das ist also der Traum, der weitergeht, der dann verfliegt, wenn man sich bewusst wird, dass man eigentlich schläft. Was ja meistens dann, wenn man mal die Augen geblinzelt hat, wenn man die Kontrolle über diese Schlafparalyse hat, dauert nicht lange. Es geht über, ich glaub, bis zu 30 Sekunden kann die dauern. Und irgendwann ist man aus dieser Schlafparalyse wieder draußen und deswegen kann man sich dann auch wegdrehen, die Augen schließen und dann beim Augen wieder aufmachen, ist diese Gestalt meistens wieder weg. Viele Menschen, die so eine Schlafparalyse erleben, die denken ja erstmal nicht an Spuk. Sie glauben ja zuerst an einen, dass sie eine Krankheit hätten oder so irgendwas. Nee, es ist ein vollkommen natürlicher Vorgang. Die Schlafparalyse ist, wie vorhin bereits erklärt, ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers in der Tiefschlafphase, in der Phase, wo man träumt. Und es kann allerdings durch Begebenheiten passieren, dass man in dieser Tiefschlafphase erweckt wird. Und dann ist diese Schlafparalyse halt da und die Halluzination, die darauf folgt, ist ein vollkommen natürlicher Vorgang. Also ist es keine Krankheit? Nein, es ist definitiv keine Krankheit. Okay, Jeanette, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch bei dir und sag erstmal tschüss. Tschüss, Timo. Und wir gehen über zu Stefan Fischer, Leiter des GRTH, also des Ghost Research Team Hannover, dem wir ein paar Fragen gestellt haben zum Thema Ghost Hunting. Und da interessiert uns natürlich als erstes, Stefan, wie bist du zum Ghost Hunting überhaupt gekommen? Wie bist du zur Thematik gekommen? Ganz einfach, die theoretische Seite hat mich schon ziemlich sehr interessiert und auch schon längere Zeit. Ja, und als ich dann halt auf GNet gestoßen bin, ganz ehrlich, und mir dann halt auch das ganze Forum durchgelesen habe, habe ich für mich selber entschlossen, dass ich halt auch gesehen habe, dass es Handlungsbedarf gibt und auch Aufklärungsbedarf,
das es gibt und habe mich daraufhin dann entschlossen, das dann auch jetzt in die praktische Seite umzusetzen. Okay, du hast also gesehen, es besteht Handlungsbedarf, weil Menschen unerklärliche Begebenheiten erleben. Was glaubst du denn, sind die Ursachen für solche paranormalen Phänomene? Ja, also ich denke mal eher, dass es halt, dass sie keine unerklärlichen unerklärlichen Begebenheiten haben, sondern dass sie ja, mit der Situation nicht klarkommen. Sprich, das heißt also, sie hören irgendwas, sehen irgendwas und fühlen irgendwas und verbinden das sofort gleich mit Spuk oder mit dem Paranormalen. Aber sie machen einen Fehler, sie setzen sich damit nicht auseinander, sondern haken das einfach so ab. Nun ist es ja so, dass sich die meisten Menschen unter Geisterjagd etwas ganz anderes vorstellen, als es im Endeffekt ist, weil es halt im TV, in Filmen und Serien ganz anders dargestellt wird. Was glaubst du, ist der Unterschied zwischen Filmserien und der Realität? Ja, Filmserie und Realität, das ist ein ganz großer Unterschied, denke ich mal, weil Film und Serie sind auf Geld aus, sind auf Kundenfang, sprich Zuschauer aus und sowas und dramatisieren das Ganze eigentlich im Endeffekt nur noch. Also was ich jetzt weiß, also womit ich jetzt das in Verbindung bringen kann, alles ist, also es wird im Fernsehen wirklich hochgepauscht, hochgepusht und die Realität ist meist gar nicht so tragisch, wie das im Fernsehen dargestellt wird. Also eher unspektakulär, man wird dadurch auch kein Held oder reich. Dennoch machen viele Leute diesen Job. Wie glaubst du, muss ein Mensch sein, der diesem Hobby nachgeht? Also am Anfang muss er erstmal ein gesundes Maß an Skepsis mitbringen, weil er darf nicht gleich alles glauben, was man ihm erzählt. Er muss hinterfragen können, er muss und er müsste auch neugierig sein. Er müsste auch hinterfragen und müsste halt auch nachfragen. Nun glauben ja immer noch viele Menschen, Ghost Hunting wäre nur im Dunkeln herumlaufen. Was steckt denn wirklich alles dahinter? Wenn es wirklich nur im Dunkeln rumlaufen wäre, wäre es ja schön. Nein, es hat viel mit Arbeit zu tun. Also wir arbeiten mit verschiedenen Geräten, wir machen Tests, wir machen machen Auswertungen und alles Mögliche. Also es ist nicht nur im Dunkeln rumlaufen, es ist viel Arbeit damit verbunden. Und wie reagieren die Menschen in deinem Umfeld darauf, dass du dich jetzt mit paranormalen Phänomenen beschäftigst? Ganz ehrlich, anfangs wurde es ein bisschen belächelt, aber so nach und nach, wie die Leute sehen, dass ich mich damit beschäftige, sehen sie auch die Ernsthaftigkeit dahinter bei mir und finden das dann eigentlich auch gar nicht mehr so verkehrt. Okay, Akzeptanz ist natürlich immer wieder so eine Frage. Wie würdest du sagen, gehen generell Menschen, Skeptiker oder die Wissenschaft mit dem Thema denn heute um? Ja, gut, also ich nenne das jetzt alles an Menschen, weil es sind sie alle Menschen, ne? Egal ob Skeptiker oder Wissenschaftler. Es wird zu stiefmütterlich behandelt, das Thema, ganz ehrlich gesagt. Also es wird einfach zu uns abseits geschoben, weil wenn man schon hört, das Thema Paranormal, Spuk und sowas, dann, oh Gott, der ist verrückt und sowas. Und ja, also ich bin der Meinung, man müsste das eigentlich ein bisschen öffentlicher machen. Es ist halt noch so im Versteckten, das Thema. Also die Leute, die beschäftigen sich nicht direkt damit, sondern sie lassen das einfach irgendwie außen vor und sagen, wenn jetzt irgendwelche Leute also sowas erzählen, dass sie was gesehen haben oder sowas, oder dass irgendwas bei denen los ist, ja, die spinnen und sowas. Also ich finde das eigentlich gar nicht mal so schön, weil es ist wirklich, wie gesagt, Handlungsbedarf da und man sollte die ganze Thematik, dieses Paranormales, sollte man wirklich mehr ins Licht holen und sollte damit wirklich ein bisschen mehr umgehen, als es momentan ist. Okay, Stefan. Möchtest du den Leuten da draußen noch irgendetwas sagen, so zum Abschluss? Ja, also ganz ehrlich, jetzt sollen sich nicht scheuen, irgendwie sich jetzt mit den ansässigen GEHs oder so oder mit Leuten, die sich damit beschäftigen, diese anzuschreiben oder in Verbindung zu setzen. Die größte Angst ist ja halt immer dieses, ja, ich werde für verrückt erklärt und so, und aber das ist nicht so. Also man soll wirklich den Mut anpacken und sollte sich doch wirklich gewissen Leuten halt auch anvertrauen. Man kann auch ruhig sagen, also hier wird keiner für verrückt erklärt, hier ist jeder willkommen. Okay, ein schönes Schlusswort für den ersten Ghost Hunter Podcast für das Jahr 2011 von Ghost Hunter Germany im Januar. Ja, hiermit verabschieden wir uns von euch und hoffen, dass ihr uns auch beim nächsten Mal wieder so reichlich zuhören werdet. Das war der Podcast von Ghost Hunter Germany.